Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Leute, es kommt schlimmer als erwartet. Das Spektrum der First World Problems eines jeden Pokémon-Spielers ist weitaus größer, als ich bisher dachte. Und deswegen begrüße ich euch heute zum zweiten Teil. Viel Spaß mit den First World Problems eines jeden Pokémon-Spielers. An die ganzen Emulator-Kids da draußen, zu denen ich mich ja nun inzwischen spätestens durch meine Let's Plays auf Lenny V Games, übrigens mal vorbeischauen, ja nun auch zählen kann. Wenn wir nun die ganze Zeit im Emulator spielen und die ganze Zeit die Möglichkeit haben, das Geschehen vorzuspulen bzw. in tausendfacher Zeitraffer geschehen zu lassen und dann, nachdem wir mit dem Emulator fertig sind, die geballte Pokémon-Action nun nochmal live am Gameboy in den Händen erleben wollen, dann kommt einem alles immer so langsam vor. Lauf schneller! Stellt euch vor, ihr spielt Alpha Saphir. Ihr fangt irgendein Pokémon, habt es davor ein bisschen geschwächt, damit ihr es leichter fangen könnt. Das Pokémon wird auf die Box transferiert, ihr holt es von der Box ab und ihr lauft einfach drauf los und trainiert euren Neuzuwachs. Danach aber denkt ihr euch so, ich könnte ja auch mal wieder die blaue oder die rote Edition anzocken. Und auch da fangt ihr irgendein Pokémon, habt es bis an den Rand seiner Lebensfähigkeit geschafft, damit ihr es leichter fangen könnt. Ihr holt es von der Box ab, ihr lauft damit raus und merkt, das Pokémon ist immer noch am Ende seiner Kräfte und paralysiert und verwirrt und halbtot und ihr könnt nichts damit anfangen. Das passiert mir so oft, dass ich vergesse, dass in der ersten Generation die Pokémon in der Box noch nicht geheilt worden sind. Ich meine, wenn ihr draußen in der Wildnis seid, schön und gut. Stellt euch mal vor, das ist ein Trainerkampf. Oder wo wir gerade beim Thema erste Generation Box und Pokémon fangen sind. Ihr seid mitten in der Wildnis oder besser noch irgendwo in einer Höhle und da sind voll die coolen Pokémon und dann findet ihr auf einmal eins und ihr wollt es fangen. Und dann ist diese verdammte Box voll. Ich weiß, ich habe mich darüber schon aufgeregt, aber das ist... doch. In der ersten Generation gab es keinen Attackenverlerner. Ab der zweiten Generation gab es einen sogenannten Pokerus. Einen Virus, der eure Pokémon befallen hat. Und sagt mir bitte nicht, dass ihr nicht in Panik verfallen seid, als ihr gesehen habt, dass euer Pokémon auf einmal an dem Pokerus leidet und ihr keine Ahnung hattet, was das ist. Aber dieser Moment, an dem man sich erkundigt hat und erfährt, dass es sogar ein gutartiger Virus ist, der die Fleißpunkte des Pokémon verdoppelt. Alter, was war das denn? Das war so nicht geplant. Der Meisterball. Ein Phänomen, das es in jedem Pokémon-Spiel nur ein einziges Mal gibt. In der ersten Generation, als es Missing nur noch gab und man diesen Ball bis in die Unendlichkeit klonen konnte, war aber relativ klar, hey, ich benutze diesen Ball einfach für Mewtwo. Oder für die Cheater und Glitcher unter euch, hey, ich fange Mewtwo einfach mit dem Hyperball und fange mir Mew mit dem Ding. Aber inzwischen gibt es in den Editionen so viele legendäre Pokémon, die auf Schlag, auf Schlag, auf Schlag, auf Schlag, auf Schlag kommen, dass man sich überhaupt nicht entscheiden kann, für welches Pokémon nehme ich diesen Ball. Stell dir vor, du bist in einer Höhle oder mitten in der Wildnis, auf dem Weg in die nächste Stadt. Du bist ganz kurz davor und verlierst gegen irgendeinen Scheißtrainer oder irgendeinen Scheiß-Pokémon all deine Pokémon und du läufst den ganzen Scheißweg ins letzte Pokécenter, in dem du gewesen bist und musst den ganzen Weg durch die Höhle oder durch diese tiefe Wildnis nochmal durchschreiten. Boah. So viel möchte ich gerade dazu gar nicht sagen, weil ich dazu in einem anderen Video nochmal was sagen möchte. Ich renne in eine Höhle. Ich bin tief drin. Und der Schutz hört auf zu wirken. Und ich habe keinen Schutz mehr. Geht weg. Geht alle weg. Und dann hat man es endlich geschafft. Man ist in der Pokéliga. Hat allerdings dort die Trainer ein bisschen unterschätzt. Fünf unserer sechs Mann starken Pokémon-Armee sind bereits besiegt. Wir haben nur noch einen einzigen Retter. Und das ist das Goldini auf Level 25, das wir nur mitgenommen haben, damit wir es trainieren können. Ja, schönen Dank auch, du Arsch! So, meine lieben Freunde, das war der zweite Teil von First World Problems eines jeden Pokémon-Spielers. Wenn euch jetzt noch irgendwelche First World Problems einfallen oder
ihr euch durch irgendwas bestätigt gefühlt habt, dann lasst es mir einfach unten in dem Kommentar da. Auf dem Weg zu den Kommentaren hin geht es wie immer an meiner Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr auch nochmal sämtliche Links, wie zum Beispiel meinen Merchandise-Laden, wo es jetzt seit neuestem endlich die Snapback zu kaufen gibt. Ansonsten findet ihr dort auch den Link zu meinem Let's Player-Kanal, wo ich ganz kurz davor stehe, endlich Pokémon Blau Kaiser zu Ende zu kriegen und dort natürlich weitere Projekte folgen. Das kann ich auf jeden Fall versprechen. Ansonsten gibt es auch meine Facebook-Seite, meine Twitter-Seite, meinen Instagram-Account und meine Postfachadresse. Wenn ihr mir also irgendwas schicken möchtet, und zwar bitte nur bis Großbrief, weil Pakete werden dort nicht angenommen, leider, dann bitte an diese Postfachadresse. Ansonsten war es das jetzt wirklich von mir. Ich bedanke mich fürs Zugesehen haben. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao! Aber inzwischen gibt es so viele legendäre Pokémon, die auf Schlag, auf Schlag, auf Schlag, auf Schlag, auf Schlag kommen, dass man sich überhaupt nicht entscheiden kann für... Fuck it, Alter. Den muss ich als Outer hinten dran fangen. Scheiße, Mann, das war nicht mal gespielt, ey. Fuck it.